Ja, wunderschönen Mittag, wunderschönen Mittagsstream, wunderschönen, was auch immer ihr heute quasi alles macht. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen schönen TLP-Stream. Wir spielen heute wieder einmal Cities Skylines, wieder einmal leider nur in 720p, aber ich glaube, damit können wir alle leben. Ich hoffe, dass hier irgendwie nirgendwo noch eine Tonspur mit dazugekommen ist, weil ich jetzt quasi wieder die Webcam, die DSLR dran habe als Facecam. Bin mal gespannt wieder, wie gut das funktioniert. Jetzt dieses Mal über so einen billig HDMI-Adapter. Ich habe mich endlich dazu durchgerungen, das mal zu testen. Na gut, nachdem es auch, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, in dieser schönen Zeitschrift hier drinnen stand, kann ich den Artikel wirklich schön dazu empfehlen und vor allen Dingen die Conclusion ist, nehmt das Billigste. Geil. Kann man mal machen und teste ich jetzt dementsprechend aus. Zwei Lampen hier und mal schauen, ob wie gut das Ganze funktioniert. Eben wieder einmal nur 720p, aber das sind wir ja mittlerweile gewöhnt. Und kurz zum Plan heute, wir machen heute tatsächlich mal diese Buildings voll und schauen dann mal, was dann auch so alles passiert. Und ich warne euch jetzt schon mal vor, allzu lange streame ich nicht, denn nachher gibt es noch Mittagessen und beim Mittagessen möchte ich doch dann doch gerne mit dabei sein. Aber hey, aber hey. Genau. Was wir halt aktuell quasi haben, ist, achso, sollte die leicht schief sein, die Kamera, ich habe es nicht besser ausgerichtet bekommen und soll es ab und zu mal ein bisschen unscharf sein, es ist der Autofokus. Ja, ein paar Frames ab und zu vergisst er schon. Bin dann überlegen, ob ich das irgendwie ändern kann, wahrscheinlich nicht. Ich hätte schon gerne meine Preview weiterhin. Ah, jetzt wird es aber gerade wieder ein bisschen schwer. Moin, Janett! So, im Plan, und jetzt habe ich den Plan vorhin vorgestellt, das ziehen wir den auch durch. Das eins. Was, wohin will ich denn eigentlich? Ich suche hier die ganze Zeit. Das hier suche ich. Ich suche Bachmund. Denn jetzt müssen wir noch kurz wieder ein bisschen eruieren. Ich hatte es mal hier ein bisschen. Kann ich das nicht schieben? Okay, ich kann dieses Fenster nicht schieben. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Also wir haben hier knapp 800 Gebäude, wo wir quasi noch setzen lassen können durch Cities Skylines. Aktuell, wie man sieht, wird eigentlich ein bisschen mehr Gewerbegebiet gesucht, aber gleichzeitig haben wir nicht genügend gebildete Arbeiter, die im Gewerbegebiet arbeiten können. Dementsprechend sollten wir vielleicht die ein oder andere Schule noch setzen. Allerdings, wenn wir jetzt zu viel Schulen setzen, dann haben wir wieder Probleme in unseren Industrievierteln, weil da werden leider halt hauptsächlich ungebildete Leute gesucht. Ist nicht ganz der Realität entsprechend, aber hey. Was ist das denn für ein geiler Fehler? Oder drücke ich irgendwas? Können wir ja gerne rausgucken. Nee, das ist nur ein Bildungsfehler. Ja, cool. Wieso auch nicht? Dann, also ich würde trotzdem, mein Vorschlag wäre, dass wir noch eine Schule oder noch eine Schule für jedes Gebiet quasi setzen. Hochgebildete Bürger sollten wir mehr als genug produzieren. Dementsprechend, jetzt darf man sich noch aussuchen. Vikersund hier hat jetzt hier eine schöne Grundschule bekommen. Dann wäre mein Vorschlag doch, dass wir hier eine Oberschule noch mit dazu setzen. Direkt gegenüber dem Reitgestüt. Damit sieht man mal wieder, wie ländlich das Ganze hier sein wird. Und dann wird wahrscheinlich Vikersund hier auch noch größten Teil des Wachstums quasi aufnehmen. Weil hier wird jetzt nicht sonderlich viel passieren. Wir könnten hier natürlich noch irgendwie eine Linie ziehen, aber das bringt wahrscheinlich nicht ganz so viel. Und hier unten in Vogelbach
Da bin ich eigentlich auch schon der Meinung, dass wir da schon ziemlich am Limit sind. Hier kommen ja dann auch noch ein paar Wohngebäude hin. Und dann sind wir da ja auch schon wieder eigentlich auf einem guten Weg, das Ganze hier zu besetzen. Und aktuell ist halt wirklich das Problem, dass wir nicht genügend gebildete Arbeiter haben. Und dementsprechend bilden wir jetzt mal zumindest mal noch ein paar aus. Hier wird noch ein bisschen Wohngebiet entstehen, noch das ein oder andere Gewerbe. Und dann hat sich das Ganze ja schon. Ich meine, wir haben nur 800 Gebäude zur Verfügung. Dementsprechend, wir können auch da jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel steuern. Müssen wir mal auch ehrlich sein. Dann würde ich jetzt aber auch vorschlagen, dass wir hier nicht noch das riesige Gebiet planen, sondern hier vielleicht noch. Geht es vielleicht noch bis dahin? Und dann kommt hier noch so ein bisschen so Gewerbegebiet hin. Ich meine, Vikersund hat ja bis jetzt noch gar nichts in die Richtung. Oder so gut wie nichts in die Richtung. Gar nichts ist das auch übertrieben. Hier ist ein bisschen eine arg scharfe Kurve geworden. Egal. Wir werden damit leben müssen. Dann hier ist quasi wie so eine. Hier ist einfach nichts. Könnte man auch machen. Aber die Grundschule möchte ich eigentlich nicht mitten im Nirgendwo haben. Dann hier vielleicht noch ein bisschen Gewerbegebiet auf die andere Seite. Und das andere wird dann doch wieder nur Wohngebiet. Aber jetzt müssen wir noch mal ganz kurz schauen. Wollte ich noch eine Grundschule bauen? Ja, ich wollte noch eine Grundschule bauen. Und wenn wir jetzt noch eine Grundschule bauen wollen, dann müssen wir das auch jetzt tun. Und mein Vorschlag wäre, dass wir das Ganze hier. Ja, vielleicht können wir auch einfach eine freie Schule bauen. Da sind es dann zwar nur 250, paar mehr, weil wir gewisse Gebäude haben, aber könnte sich lohnen. Und dann würde ich doch vorschlagen, kommt hier noch eine Schule hin und dann sind auch alle glücklich. Es sind da 355 Plätze noch verfügbar. Und das war das letzte bisschen Bildung, was wir unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit auf den Weg geben. Ich meine, hier die Schule ist ja auch schon, oder die Oberschule, die ist auch schon gut besucht. Dann geht es jetzt hier weiter. Hier das Viereck, das wird auch noch Gewerbegebiet sein. Und hier ist aber alles dann Wohngebiet. Das müssen wir halt dementsprechend dann auch noch. Kennzeichnen. Und dann jetzt halt hier so bisschen die Ausläufer bauen. Ach, das habe ich da oben schon Dinge zerstört und kaputt gemacht. Das wollte ich natürlich nicht. Hier hinten möchte ich eigentlich dann nichts. So. Das hier wird alles noch Wohngebiet und dann hat sich das. Größer wird Vikersund auch nicht. Wäre jetzt mein Vorschlag. Dann haben wir im Zweifel noch ein paar Gebäude, wo wir irgendwie. Ja, da fehlen ja eh noch ein paar Gebäude. Ich glaube, damit haben wir sogar wahrscheinlich schon unser Limit überschritten. Jetzt müssen wir auch noch kurz schauen, dass da auch die entsprechende Wasserversorgung mit dabei ist. Und dann können wir schauen, wir haben aktuell Zimmer. Wir werden das Limit, glaube ich, unser Wasserlimit. Können wir vielleicht das ein, zwei Gebäude nochmal stilllegen, beziehungsweise wir haben ja Gebäude stillgelegt, die können wir dann vielleicht einfach entfernen. Und ja. Oder haben wir die stillgelegt? Das muss ich selber nachgucken. Das ist hier.
Da ist eins stillgelegt und dann haben wir hier noch so ein Pumpenhaus, das hier stillgelegt ist. Ökorad Inlandwasseraufbereitungsanlage. Hier würde ich gerne tatsächlich eigentlich gerne in Betrieb setzen. Hier unser neues JobX Startgelände. Schön mit Buslinie und allem drum und dran. Hier da passiert nichts, das ist einfach nur ein Denkmal. Damit hat es mal angefangen und jetzt bauen wir irgendwas. Zumindest einen Raketenstart würde ich gerne irgendwann mal noch miterleben. Das wäre ganz, ganz herzallerliebst. Aber da müssen wir halt nochmal gucken. Ja, ansonsten wird es jetzt aktuell ein bisschen ein Waiting Game sein, weil wir müssen halt warten, bis die entsprechenden Gebäude hier erstellt und gebaut werden. Wir könnten hier in Vikersund hinten noch die Buslinien anpassen, denn hier enden, soviel ich weiß, ja die ein oder andere Buslinie. Und dann wäre mein Vorschlag, dass wir die hier nicht da enden lassen, sondern diese Buslinie verlängern. Moment, das machen wir hier erstmal, wo wir hin wollen, wo wir sie dann am Ende haben wollen. Und das wäre ja. Moment. So, jetzt. So, haben wir an der falschen Stelle gezogen. Mal hier und hier. Genau. Und schon haben wir einen funktionierenden Linienplan. Also zumindest hier für die. Was ist denn das? Das ist hier eine 30er-Nummer. Das ist die 31. Das hier ist die 36. Und die 36 wird dann dementsprechend hier über die Grundschule fahren. Wäre jetzt mein Vorschlag. Weshalb ich jetzt hier quasi das Ding nehme. Zur Grundschule setze. Aber soll die dann auch über die Schule fahren? Das wird halt Sinn machen. Dann lassen wir das doch so entstehen. Hier kommt dann noch eine weitere Haltestelle hin. Und dann geht es hier wieder zurück. Und die sind immer noch glücklich, weil sie hier noch eine Buslinie haben. Jawohl. Und dann können wir die noch minimal umbenennen. Das hier. Nee, hier. Vikersund Grund. Schule. Oh. Ich schreibe in Caps. Ich schreie Leute an. Grundschule. Schuke. Ich kann auch nicht tippen. Schule. Grundschule Waschberg West. Dann haben wir hier die Buchenwiesen hier. Vikersund. Sollen wir da einfach einen Kneipennamen angeben? Oder, nee, Sonnenrein. Ja, und die müssen wir ja nicht ändern. Vikersund. Was haben wir hier? Bahnhof. Ist auch wieder mit einem sehr langer Linienname, aber man kommt ja damit klar. Und dann haben wir quasi den neuen Stadtteil von Vikersund haben wir dann gleich angebunden. Hier müssen wir auch nicht großartig noch über Parks oder so gehen, weil wir haben hier den riesen Reitstall. Vikersund wäre eh die ganze Insel gewesen, also. Es wäre halt echt schön, wenn man das Baulimit irgendwie noch erhöhen könnte. Klar, die Simulation, wenn man sich das da unten anguckt,
Die läuft nicht mehr so allzu schnell. Achso, ihr seht das gar nicht, weil da meine Festcam da vorne dran ist. Also wir sind jetzt bei der Simulationsgeschwindigkeit auch an einem Punkt angelangt, wo es einfach nicht mehr noch geht. Und ich, gut, ich streame auch noch nebenbei, also das geht auch nochmal ein bisschen Performance weg. Aber es wäre trotzdem halt, also ganz ehrlich, ich hätte gerne noch 5000 Gebäude mehr gehabt. Oder so, oder 10.000. Weil dann hätten wir hier Schottendorf, Bachmund, das hätten wir alles noch voll bekommen. Locker. Und Vikersund hätte man noch voll bekommen. Vikersund hätte ich gerne auch voll gehabt. Hier Rottendamm hätte man dann vielleicht hier noch irgendwie so eine Verbindungsstraße bauen können Richtung Vikersund. Wobei ich jetzt tatsächlich noch am Überlegen bin, ob ich das nicht noch mache. Und ist es, oder ob es dafür schon zu spät ist. War das Ctrl-L? Was habe ich gerade gemacht? Ctrl-L. Okay. Weil man könnte jetzt natürlich hier oder hier Richtung Nusshügel könnte man noch eine Verbindungsstraße machen. Dann könnte man hier vielleicht das Ganze hier ein bisschen entlasten. Und dann. Und dann hier nach Vikersund quasi den Linie machen. Das heißt, ich würde quasi vielleicht die 36 abändern. Dann würde die 36 halt nicht mehr hier lang fahren. Dann müsste man. Gesundheit, danke. Dann wären die hier ein bisschen enttäuscht. Dann müsste man. Ja gut, man könnte dann die 36 einfach. Vielleicht einfach nur bis hier unten hin fahren lassen oder sowas. Die fahren halt nicht mal bis zur Vikersund durch. Und wir setzen hier, würden dann hier noch eine neue Linie einsetzen. Möglichkeiten über Möglichkeiten. Aber hier würden wir 1, 2, 3 Gebäude auf jeden Fall noch dahin brauchen. Und vor allen Dingen, wie würde hier dann die Buslinie weiterführen? Ja gut, hier Hamilton, die würde dann nicht über den Bahnhof fahren, sondern die würde dann hier hinten hier in das Gebiet reinfahren. Da haben wir halt noch nicht. Wisst ihr was? Eigentlich ist man ja solche Pläne dann nicht mehr abändern, aber wir machen das. Ich hoffe, das zählt als ein Gebäude. Und dann irgendwie hier noch. Ansonsten ist halt irgendwie sind die Inseln gar nicht genutzt und das sieht dann auch irgendwie komisch aus. Geht's hier einmal schön durch. Dann immer am besten über die kleinsten Spitzen, die möglich sind. Ich würde mal sagen, das ist hier. Das waren garantiert auch ein, zwei Gebäude. Dann verläuft hier quasi noch eine Straße. Moment, jetzt gehen wir über Vikersund und ich wollte über die andere. Dann macht auch die Brücke hier rüber keinen Sinn. Ich wollte nur eine Brücke bauen. Wir gehen hier hinten rüber, über. Diesen Zipfel hier. Und enden kommen dann hier raus. Hier wird natürlich dann auch noch ein bisschen Wohngebiet sein. Ist da noch Wasser? Jetzt ist da noch Wasser. Und dann haben wir hier quasi jetzt eine Verbindung geschaffen. Was auch irgendwie Sinn macht, weil ansonsten waren das echt, wären die echt komplett abgeschottete Gebiete gewesen. Und jetzt könnte man sich halt hier überlegen, ob ich hier noch ein, zwei
Gebäudchen an den Straßenrand stellen würde. Also eine Buslinie gibt es dann hier auf jeden Fall. Dann würden halt die Halte. Ja genau, was wird eigentlich mit den Halten hier passieren? Das habe ich immer noch nicht entschieden. Also hier die 36, die könnte hier immer noch lang gehen. Und dann hier enden. Das dann, genau, und dann die Grundschule. Wäre dann eine andere Linie, das machen wir so. Die 36 endet dann hier am Friedhof einfach. Dann würden wir hier. Ja, das machen wir gleich. Das machen wir gleich, die Buslinie. Jetzt müssten wir auch erstmal hier. Das sehe ich einfach trotzdem schon mal, ob wir es brauchen oder nicht. Hier die Wasserrohre. Das wäre eben die Frage. Hier bräuchten wir höchstwahrscheinlich eine Stromleitung. Und hier auch höchstwahrscheinlich eine Stromleitung. Deswegen ist jetzt die Frage, ob wir hier überhaupt Gebäude sich ansiedeln lassen. Ich würde einfach fast vorschlagen, nein. Können sie ja ein bisschen waldiger noch machen. Das machen wir jetzt auch. Das war hier. Und dann was die Bäume. Die könnte man auch verwenden. Aber das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich vorhatte. Die hier sind halt schöner. Machen wir hier vielleicht nicht ganz so hohe Pinselstärke. Ja, so viel zum Thema Pinselstärke. Das ist immer sofort ein Urwald hier bei diesem Spiel. Und dann aber zumindest noch so ein Feuerwehr-Schutzding. Dass uns hier nicht immer alles abbrennt. Hat was. Ich muss ehrlich sagen, hat was. Und die ersten nutzen sogar schon diese neue Verbindung. Ja, dann ziehen wir doch, würde ich sagen, die neue Buslinie. Und es beginnt damit, dass wir jetzt hier halt die Buslinie 36 kürzen müssen. Das da entfällt, das da entfällt auch. Das dein Feld, das dein Feld. Das dein Feld, das dein Feld. Das dein Feld, das dein Feld. Und hier müssen wir jetzt halt eben einmal ganz kurz schauen. Ihr kriegt hier meiner Meinung nach noch eine Haltestelle und dann. Da kommt die Straße rein, das heißt, wir könnten hier. Na komm. Zack. Müssten jetzt dann halt auch gucken, dass dann vielleicht die Anzahl der Fahrzeuge reduziert werden würde. Ich würde sagen auf 8. 9. Möchte es nicht so sein. Weil mehr brauchen wir hier halt einfach nicht. Und das heißt, Vikersund stimmt hier nicht. Und das ist dann. Jetzt muss ich gerade selber gucken, wie die. Wie der Teil hier heißt, ist es Nusshügel? Nusshügel, genau. Nusshügel. Friedhofs. Friedhof. Hofs. Ja, Friedhof. Friedhof, genau. Friedhof. Das muss reichen. Waschbergwest. Das ist die 36.
Dann ziehen wir jetzt eine letzte Buslinie, weil ich glaube, das mehr werden wir nicht mehr haben. Und das wäre jetzt, oh, das ist dann die 52. Ja, gut, die, ja, das wird die 52. Hier, hier, hier. Das muss ich gerade selber überlegen, wo war ich denn? Eine Haltestelle. Hier war eine. Also da müssen wir zumindest eine machen. Da müssen wir hier irgendwo nochmal eine hinsetzen. Dann bauen wir hier nochmal eine Haltestelle ein. Weil wir können auch ein paar Mal häufiger stoppen. Zack. 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 Ihr seid Natur. Und hier könnte man eine Station machen, das möchte ich aber eigentlich nicht machen. Und dann verschieben wir hier die Haltestellen gleich, sodass es uns wieder passt. Hier müssen wir uns einmal kurz die Ringlinie teilen, es sei denn, wir sagen, ja, wir fahren oben rum. Ach komm, mach mal das. Das ist ein Linienverlauf, wie ich nicht erwartet hätte, aber okay. Dann hier eine Haltestelle hin. Zählt dann ja noch fürs Aquarium. Na gut, dann können wir auch hier gleich die nächste Haltestelle hinsetzen. Und dann gibt es hier dann quasi unsere Wendeschleife, wo wir unseren Bus dann. Hier macht es keinen Sinn, weil hier können die Leute hin. Also lassen wir ihn hier retournieren. Haltestelle, Haltestelle. 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 Komm, Haltestelle. Hier ist dann lange Zeit einfach nichts. Haltestelle. Haltestelle. Die einzelnen Haltestellen müssen wir dann alle noch benennen, fällt mir gerade auf. Ja, für jede Menge Linien. Ja, da werden wir Spaß haben. Miteinander. Dann kommt hier noch eine Haltestelle hin. Ja. Zack. Und wir haben eine Schleife. Wir müssen das einmal ganz kurz pausieren, weil hier muss noch eine Haltestelle hinzugefügt werden. Hier muss noch die rote vom Ring 1. Die müssen noch umziehen. Die violetten. Kommen dann, damit wir dann hier nicht hier immer den ganzen Verkehr blockieren. Darüber. Sehr schön. Oh fuck. Und wir müssen hier einmal raus. Diese Linie nutzt eine Specific Config. Kommt aus dem Busdepot Akersulm. Und jetzt geht's los. Also. Kommt das drauf an, welche Fahrzeuge wir draufsetzen? Ich würde jetzt eigentlich nicht die riesigen Fahrzeuge draufsetzen, aber ich möchte es auch nicht unsere kleinen Fahrzeuge draufsetzen. Das wären halt so schöne Busse, aber die sind halt zu klein. Gut, da können wir auch die Kapazität mal auf 50 anheben. Wenn ich mir das so angucke.
Wisst ihr was, das machen wir. Verolia und die hier. Die Konnektion vielleicht nicht. Aber wir haben hier die Verolia und die Arriva drauf. Können ja sagen, dass es nur auf die und die Ding bezogen ist. Hier, die haben eine Kapazität von 50. Buslinie 52. Die fährt jetzt dann von Mirkersund Grundschule Hamilton Gewerbegebiet. Ja, wobei das Hamilton ist quasi ein einziges Gewerbegebiet. Gewerbegebiet Süd oder Gewerbegebiet Kai. So. Und dann brauchen wir nur noch eine Farbe. Was sagt denn die Automatik? Die Automatik will mir immer lila geben. Aber weil wir lila schon so oft da haben jetzt. So. Achso, und die Fahrzeuganzahl, die haben wir jetzt auch noch nicht definiert. Na gut, da werden wir jetzt noch ein bisschen Glück haben, weil da werden nicht sofort so viele spawnen. Ja, 13, das müsste genügen. Und damit sind uns jetzt wahrscheinlich damit alle Hände gebunden. Jetzt haben wir hier die 52, die hier noch so sich so schön durchschlängelt, hier noch eine kleine Lücke quasi schließt. Wie hier, da haben wir auch schon noch so einen Lückenfüller gebaut. Was waren das, die 50? Ja, und dann geht's los. Dann bald mit den ganzen Straßen benennen. Und die 36, die haben wir jetzt quasi so ein bisschen die Existenzgrundlage ein bisschen genommen. Weil die wird hier nicht so viele... Ja, wobei, sie könnten genug haben und dass es noch existieren darf. Ja, hier wird wahrscheinlich jetzt 38 von 45. Das, vielleicht wechseln wir hier die Fahrzeuge aus. Das machen wir. Wir wechseln hier die Fahrzeuge weg vom Bus. Und dann können wir da eigentlich, wisst ihr was, da machen wir auch die VDL-Busse drauf. Weil dann sind das einfach größere, sind ja schon dann größer. Jo, passt. Gut, dann könnte man jetzt überall sagen, da wo wir diese Reisebus-Dinger haben, könnte man dann diese VDL-Busse draufsetzen und dann vielleicht sogar hinten. Wo haben wir denn noch die solche Busse? Wir haben solche Busse im Butlerviertel hier hinten. Im Ringbetrieb. Da, wo sowieso immer relativ wenig los ist, da reichen die aber eigentlich. Da könnte ich noch damit Autobahn argumentieren, dass es da einfach die anderen Fahrzeuge nicht lassen. Gut, dann lassen wir hier den R5 mal stehen. Dann, wo haben wir noch diese normalen Busse? Ich meine, die haben wir hier im Betrieb. Hier, die 35. Na komm, hier tauschen wir sie aus und dafür gibt es dann aber auch einen Bus weniger. Also nicht mehr Bus, sondern die VDLs. Das war der Arriva. Und die Dinger tauschen wir aus. Aber dafür halt ein Fahrzeug weniger. Ja komm, Show Absolute Count. Wir gehen runter auf 4. So. Haben wir sonst noch irgendwo diese Busse in Betrieb? Muss ich selber überlegen. Hier haben wir auch
Busse im Betrieb. Die 39. Ja, da macht aber der sogar Sinn, meiner Meinung nach, weil der wird noch gut voll. Hier haben wir noch die 41. Ah, ich würde sagen, hier tauschen wir aus. Und auch nur 5 Fahrzeuge drauf. Ja, das muss langen. Ich glaube, warum pausiere ich eigentlich immer? Müssen wir ja gar nicht machen. Wir warten ja hier darauf, dass wir hier fertig bauen können. 50-50. Und Change. Da sieht es auch mehr nach Linienverkehr aus und dann nicht so, als hätte man das einfach outgesourced. Haben wir ja noch genügend gemacht, wie zum Beispiel bei dem R5. So, was haben wir bei hier wieder? Schön eine Buslinie mit Zugzielanzeige, mit Buszielanzeige. Wie heißt denn das dann? Linienanzeiger? Ich meine, bei den Zügen heißt es ja ZZAs, also Zugzielanzeiger. Vielleicht heißt es dann auch irgendwo anders. Das muss ich nur noch überlegen. Haben wir irgendwo noch den Bus jetzt regulär irgendwo noch auf einer Linie drauf? Ich meine nicht. Ich kann mich noch täuschen. Das kann man dann ja immer noch... das wird noch auffallen, früh genug. Wir müssen ja, wie schon gesagt, noch alle Linien noch einen Namen geben. Quatsch, an Linien allen Stationsnamen. Aber ich glaube, ansonsten wären wir jetzt noch durch. Jetzt schauen wir nochmal hier. Jetzt sind wir auch... Oh, jetzt die letzte Chance, noch irgendwas zu bauen. Letzte Chance. Aber ich wüsste nicht, was. Ich wüsste ehrlich nicht, was wir noch bauen könnten. Gehen wir mal in den Wasserverbrauch rein. Da sind wir meilenweit entfernt. Das werden wir nicht mehr brauchen. Dann werden wir gleich noch 2 Gebäude freigeben können. Ich habe das Gefühl, habe ich einfach zu viele Busse drauf. Dann gehen wir hier nochmal hin. Da sind nur 7 Busse drauf. Ich glaube, die sind einfach nur schlecht... outgespaced. Aber trotzdem, da machen wir hier halt nur 6 Busse drauf. Ein Bus sparen wir uns dann noch ein. Ist alles Geld, was man sich dann einspart. Macht zwar aktuell nicht viel aus, aber hey. Wer den Cent nicht ehrt, ist das Tal das nicht wert oder so ähnlich. Hier ist noch ein Großbrand, den man löschen muss. Aber zum Glück drückt die Feuerwehr schon aus. Allerdings ohne Sirene. Ah doch. War ganz leise. Ja, das schwere Zwitscherer 1. Ob wir den jemals noch fliegen sehen? Ich bezweifle es. Ja, an der Technischen Hochschule St. Wölten, ja, da haben wir noch genügend Platz für Studenten aller Art. Hier haben wir ab und zu mal noch Gebäude, die halt noch nicht genügend gebildete Bürger hatten. Es wird auch angeblich wieder gesucht nach... Industrie- oder Bürogebieten, können wir nicht mehr nachkommen. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier noch großartig Nachfrage nach Industriegebieten haben, weil hier haben wir schon teilweise Dinge, die oder hier Gebäude, die nicht genügend Abnehmer für ihre Produkte finden. Und sind wir mal ehrlich, das sind mehr als genügend Industriegebiete. Hier haben wir ab und zu noch ein paar Lieferschwierigkeiten, wie man hier oben sieht. Man könnte jetzt eventuell damit argumentieren, man könnte doch jetzt noch irgendwo ein paar Bürogebiete einsetzen oder sowas. Aber ganz ehrlich, nein.
Hier irgendwo vielleicht noch, aber ich glaube auch da eigentlich nicht. Die 33 könnte man vielleicht kleinere Fahrzeuge einsetzen. Egal. Aber ansonsten bin ich eigentlich echt zufrieden mit der Art und Weise, wie es hier abgelaufen ist. Hier haben ab und zu halt so ein paar Reihenhäuser, wo man sich halt denkt, ja, hätte vielleicht ein bisschen anders laufen können, aber. Was haben wir hier? Die 44. Eigentlich läuft es hier ganz gut. Industriegebietmäßig haben wir hier das Problem, dass hier nicht genügend Erz. Aber die Leute, hier wird einfach Erz in Massen exportiert. Statt dass es zu den Leuten gebracht wird, da kann ich jetzt leider gerade auch nicht helfen. Warum hier so viel exportiert wird, das weiß ich einfach nicht. So, hier wird dann die Erzschleifmühle zumindest mal geliefert. Ja, die exportieren einfach alles, oder wie? Ja, anstatt dass es dahin liefern, wo es gebraucht werden könnte. Ja, da muss man sich halt nicht wundern, dass hier nichts läuft. Und hier, das Metalle ist doch nicht voll. Da kann man ja noch liefern. Aber die Fahrzeuge sind alle weg. Da hat es irgendwie auch die Logik einfach wohl zerschossen. Auch hier ist das Erz, wenn ich das richtig sehe, fast weg. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Ja. Aber wenn ich mir das so angucke, ansonsten geht es hier unseren Fabriken und allen eigentlich echt gut. Hier haben wir das übliche bisschen Verkehrsstau. Das, was sich halt niemals vermeiden lässt. Das mit dem Erz wurmt mich so ein bisschen. Aber hey. Hier wird einfach so Erz exportiert, anstatt dass man. Ich verstehe es nicht. Ich muss es auch nicht verstehen. Das haben wir wahrscheinlich gerade. Im Hintergrund den Point of No Return überschritten. Wir können wahrscheinlich nichts mehr bauen. Das können wir gleich rausfinden. Kann ich hier noch? Noch kann ich. Müssen wir denn irgendwo? Beziehungsweise wir schauen nach. Oh, ist genau ein Gebäude. Jetzt können wir noch nachgucken. Also irgendwie brauchen wir noch irgendwo eine Arztpraxis. Brauchen wir noch irgendwo. Hier ist ein Krankenhaus, dementsprechend ignoriere ich den etwas wenigen Bereich. Hier haben wir eine Arztpraxis. Ja gut, hier könnte man darüber nachdenken. Vikas selber hat nichts. Und Bachmund hat. Oh, hier oben gibt es nichts, was zur Toten Ehre Bestatt und zum Bestattungswesen. Hilft. Habe ich jetzt einen Satz daraus gebracht? Ich weiß es nicht. Ja, dann bauen wir zum Friedhof würde ich jetzt natürlich gerne bauen. Weil ich einfach Friedhöfe finde ich halt schicker wie Krematorien. Anders als ein Krematorium nimmt weniger Platz weg. Gut, Platz hätten wir da unten. So. Und noch könnte man sogar noch ein Gebäude bauen. Also hier.
Das brauchen wir auf jeden Fall. Vikersund hier hat auch nicht wirklich was. Dann hat's jetzt was. Und jetzt haben wir den Punkt erreicht. Jetzt können wir nicht mehr. Jetzt können wir nicht mehr bauen. Ja, und wenn es dann irgendwann mal zu einer Sterbewelle kommt, haben wir hier halt Pech gehabt. Und wir sind durch. Das heißt, wir können uns jetzt zurücklehnen und genießen. Denn jetzt ist die Büchse der Pandora quasi verschlossen. Jetzt können wir nichts mehr bauen, nichts mehr ändern. Health 0%. Ja. Dabei ist doch hier das Krankenhaus. Musst du einfach nur hier hinfahren, also wirklich, das ist echt nah im Vergleich. Naja. Sind trotzdem alle happy, alle glücklich. Ein bisschen Verkehr ist hier auch, das freut mich auch als Stadtplaner. Hier ist halt, das sieht halt aus wie so ein Stern. Ist ja nicht auch so ein Stern. Ah, hier prügeln sich so ein bisschen die Frachtflugzeuge. Wird wahrscheinlich auch genug exportiert werden. Ja, wird auch sehr viel importiert, wenn ich mir das angucke. Ich bin immer überlegen, ob man hier bei dem Butlerviertel die beiden Busse da durch einen anderen Bus, weil es ist halt komisch, dass wir nur hier diesen einen Typ hier verbauen an Bus, aber wir könnten es auch natürlich sagen, dass wir hier einfach ein Busunternehmen beauftragt haben. Ich glaube, wir lassen das dabei. Ist halt auch quasi, die wird halt auch quasi nicht genutzt. Aber ich glaube, wir brauchen die beiden Busse, waren es. Ja, wow. Die sind auch super outgespaced, wenn ich mir das so angucke. Die müssten sich noch ein bisschen mehr verteilen. Wenn wir uns hier mal die Passengers Waiting angucken, dann haben wir halt hier quasi das Problem, dass irgendwann der Board-Timer quasi einfach überschritten ist. Also wir brauchen die beiden Busse, nur der hier müsste einfach deutlich weiter hier ihren Boot sein mit dem Fahr. Wobei der Fahrtweg. Der Fahrtweg passt. Ja, seltsam. Lassen wir es mal so stehen. Würde man gerne ein bisschen andere Musik haben. Dann nutzen wir doch mal auf das Official Mars Radio. Wie sieht es hier eigentlich mit unserem kleinen Naturschutzgebiet aus? Irgendwie. Es fehlen halt noch ein paar Besucher.
Bis man. Bis man die nächste Stufe erreicht. Hier ist es echt langsam, ernährt sich das Eichhörnchen. Es sind immer nur so ein, zwei Besucher, wo noch mit dem Bus dann quasi hier ankommen. Und dann wollen die beiden Besucher nicht mal da rein. Doch. Nee, da hat sich nur sein... da parkt er einfach nur. Ja, genau. Ja. So kann man es auch machen. So kann man es auch machen. Ja, richtig. Nachfrage an Wohngebieten haben wir gerade auch nicht. Wohngebiete wollen nicht wachsen. Wir könnten jetzt natürlich das noch das ein oder andere Gewerbegebiet irgendwo hin planen. Ich glaube, das mache ich auch hier. Tut mir leid, dass ihr hier eingezogen seid. Aber hier kommt das Gewerbegebiet hin. Weil es einfach gerade benötigt wird. Aber generell, Vikersund scheint eigentlich vergleichsweise beliebt zu sein. Zum Hinziehen. Auch interessant. Hier ist halt noch jede Menge. Freiflächen, aber man kann hier theoretisch sich ansiedeln. Wenn man denn will. Scheint aber nicht das beliebteste Gebiet zu sein zum Ansiedeln. Schauen wir uns hier Vogelbach an. Naja, auch Vogelbach hat hier noch ein bisschen was frei. Heißt trotzdem einfach nur warten. War es noch ein Fehlerchen? Aber ich kann mir mittlerweile auch den Plan abschminken, dass wir die 430.000 dauerhaft erreichen. Und außerdem sind wir, glaube ich, gerade wieder in so einer Art Sterbewelle drin. Das kann man uns ja einfach mal ganz kurz mal angucken mit den Stadtstatistiken. Ja, aktuell geht es wieder eher ein bisschen nach unten mit dem Ganzen. Hier sieht man es einfach, hier sieht man ab und zu echt schön diese Wellen. Hier hat man es eigentlich mal irgendwann zwischenzeitlich mal echt gut im Griff. Und hier haben wir die krassen Wellen gehabt. Und hier, ich weiß gar nicht, was hier dazugekommen ist. Hier ist irgendwo was dicht Bevölkertes hinzugekommen anscheinend. Weil es sind ja dann gleich immer massig, und hier massig Einwohner, wo dazu kommen, um den Satz zu Ende zu sprechen. Und hier haben wir einen wunderschönen Erzzug, der hier nicht drüber fahren will. Der einfach nur Erz exportiert. Der ist nicht das Problem, bis... Ah, doch, Das ist das Schöne, dass man jetzt neuerdings auch immer sieht, was für Fracht geladen hat. Hier der Ring 4. Wo dann hier hinten rum nochmal fährt. Ich finde auch bustechnisch und alles so und dran, das schauen wir uns dann gleich nochmal in einer schönen Karte an. Ich finde die Stadt generell, also bis auf ein, zwei Flaws, aber die hat ja jede Stadt, finde ich die eigentlich echt gut gelungen. Hier haben wir halt
das, was ich nicht verstehe, dass hier halt teilweise Erz lieber exportiert wird, anstatt dass man es dann einfach den Fabriken zur Verfügung stellt. Das ist einfach was, das verstehe ich nicht. Vor allen Dingen verstehe ich auch nicht hier. Voll. Die Speicher sind richtig knallevoll. Und hier wird einfach nichts. Nichts damit getan. Noch eine Erzschleife. Hier das scheint eher zu funktionieren. Aber hier ist auch voll. Haben wir so eine krasse Überproduktion? Ja, anscheinend. 112 Tonnen werden exportiert, aber andererseits, hier werden ja teilweise, das wird ja nicht richtig beliefert. Auf jeden Fall macht hier das macht auf jeden Fall mal Profit und das freut mich schon mal. Dann können wir ja mal die ganzen Industriegebiete mal durchgehen, ob die alle Profit machen. Ja, die machen gut Profit. Aber da habe ich mich auch ziemlich auf die Tierprodukte eingeschossen. Kam ohne Lieferung Plastik gerade an. Hier fehlt Glas. Na klar, wenn die Erzprodukte alle nicht ausgetauscht werden. Hier ist irgendwie unser Amazon. Und wie sieht es hier bei dem Holzzeugs aus? Ja. Es ist ein bisschen besser verteilt, aber wir haben trotzdem einen krassen Holzüberschuss. Aber gut, der krasse Holzüberschuss, der wird ja auch weitergegeben an die ganzen Unternehmen. Ja, und hier wird schön exportiert, aber hier sieht man ein bisschen, was ist Lebensmittel geworden. Das sind die ersten vier Container und der Rest ist einfach Holz. Aber es ist halt schön anzusehen und man weiß auch genau, was der Zug geladen hat und das ist echt schön. Das ist echt eine schöne Neuerung, wo sie da reingepatcht haben. Was mich tatsächlich persönlich ein bisschen wundert, ist, dass hier diese extreme Kurve überlebt hat. Eigentlich war das ja nur so ein Provisorium, aber das Provisorium hat es halt irgendwie geschafft zu überleben. Dann aber auch ansonsten hier die Landstraße ist auch schick. Schick geworden. Gefällt mir. Na klar, es hat mich hier erstmal wieder Probleme mit dem einen oder anderen nicht vorhandenen Job. Aber das wird sich dann auch bald geben. Pendelt sich halt immer erstmal ein bisschen ein. Und interessanterweise hier in Vikersund. Da wurde es alles sofort zugezogen. Bis auf hier, 1, 2. Bis auf 2 Grundstücke. 3. Bis auf 3 Grundstücke wurde alles sofort in Besitz genommen. Vielleicht weil hier auch die Jobs sind? Naja, wer weiß. Oder es war einfach Zufall. Hier fehlt es halt noch an allem. Ich bin dafür, dass wir hier das da ersetzen. Das wird kein Wohngebiet mehr. Sondern das wird auch Gewerbegebiet.
Weil dann lohnt es sich vielleicht auch wieder hier für andere Leute, sich wieder anzusiedeln. Gut, wir hätten daraus jetzt auch theoretisch Bürogebiet machen können. Naja. Haben wir hier irgendwo noch was, was wir als Bürogebiet bezeichnen können? Wir könnten das hier noch ein bisschen zu Bürogebiet machen. Oder das hier. Das hier machen wir noch Bürogebiet. Sorry an die Leute, wo da schon mit Pool und Co. eingezogen sind. Aber drumherum gibt es ja zum Glück noch genügend Flächen, wo man das Ganze wieder aufbauen können. Könnte. So, das ist das Ganze hier. Ja, und schon wird hier. Ah ne, das ist ja jetzt Gewerbegebiet. Und dann werden hier auch die Wohnflächen, wo wir dann hätten, vielleicht ein bisschen besser genutzt. Man will ja hoffen. Aber hier machen wir dann noch Besteuerung, natürlich für Wohngebiete, für Bürogebiete. Die werden hier natürlich ein bisschen höher besteuert. So wie es halt auch sein soll. Und die drei hier, das wird auch noch Bürogebiet. Sorry an euch. Aber es gibt ja, wie schon gesagt, noch genügend Wohngebietsflächen, wo man sich aktuell ansiedeln könnte. Und die kann man ja dann auch in der Theorie und in der Praxis nutzen. Als Beispiel hier, das ist alles noch grün, das kann man alles noch bebauen. Und unten in Vogelbach, da gibt es auch noch ganz schöne Plätzchen. Und damit meine ich jetzt nicht das Gebäck. Und notfalls kann man hier nochmal um die Kurve gehen. Wie viele Gebäude haben wir denn jetzt? 700. Da haben wir ja in den letzten 20 Minuten gerade mal 60. Paar mehr Gebäude gemacht. Wie sieht es eigentlich mit dem Strom aus? Oh, da sind wir auch ein bisschen knapper dran, wie ich gedacht hätte, aber. Aktuell überleben wir noch. Scheint aber eigentlich ganz gut zu funktionieren. Ja, aber hier an den Wohngebieten, da will sich einfach keiner ansiedeln. Die mag man einfach nicht. Ah, aber hier unten, da macht man es jetzt. Da in den Weg. Natürlich. Naja, was soll's. Sieht man sich da halt da unten in der Kurve an.
Ja, hier kann man sich sogar überlegen, ob man hier noch ein Müllzentrum abreißt, weil man braucht anscheinend nicht alle drei. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie es mit überhaupt mit dem Müll aussieht. Weil lieber habe ich hier noch drei Recyclingzentren wie was anderes. Müll ist hier. Ich glaube, die haben genug. Ist halt noch mal ein bisschen mehr auf Recycling umgestiegen in der Zwischenzeit. Könnte man überlegen, ob man hier den Hof da. Nee, der ist gut ausgelastet. Ja, wenn man was machen würde, dann müsste man hier was wegnehmen. Der ist auch nicht so hoch in der Auslastung. Haben wir hier noch irgendwie was? Nee. Also mein Logikverständnis würde jetzt sagen, wir müssten hier einen wegnehmen. Und dann nehmen wir hier den hier weg. Und verschieben auch ein bisschen die Bushaltestelle. Die ist jetzt dann da. Sollten jetzt aber immer noch genügend Abnehmer für den Müll haben. Na, hier bleibt auch die das Bauland umbebaut. Hier hat man sich jetzt dazu entschlossen, hier hat man die Lücke geschlossen. Ja, hier ist es nur noch die Lücke hier. Das ist nicht mehr so viel. Im Zweifel, wenn wir nachher noch Platz haben, baue ich hier noch ein paar Grünflächen, baue ich noch ein paar Wohngebiete hin. Ich sage das, wieso sage ich jetzt eigentlich dazu immer Grünflächen? Aber hier, da will einfach gerade keiner hin. Hier baut auch keiner. Wobei, ich glaube, das da könnte jetzt dahin gebaut worden sein. An Arbeitern mangelt es zumindest hier nicht. Irgendwie will einfach keiner in den Einzelhandel, habe ich das Gefühl. Und hier in Vogelbach gibt es wahrscheinlich einfach nicht. Ah, ne, hier baut man jetzt ein bisschen. Okay, dann wird jetzt quasi erst Vogelbach zugebaut. Wohnt man wahrscheinlich einfach schöner. Ja, mich soll es nicht stören. Ich finde es sogar ganz, ganz gut eigentlich, dass man hier Vogelbach erst zubaut. Weil dadurch wird hier noch ein bisschen die Vorortatmosphäre noch ein bisschen schöner. Ja, wie viele Grünflächen haben wir hier denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Da wären es eh ein paar, sagen wir mal 50. 50 noch, wo noch gezont sind. Hier brennt der Bahnhof. Das ist schlecht.
Hier hat sich jetzt zugebaut. Ja, dann wird es eigentlich nur noch Bachmund dann quasi da sein. Und Bachmund will man einfach nicht hinziehen. Scheint wohl ziemlich unattraktiv zu sein, da hinzuziehen. Aber wir hätten sogar noch ein bisschen Platz. Das heißt aber dann, den würde ich aber dann tatsächlich dann hier oben bei Bachmund höchstwahrscheinlich verbauen, weil wir können ja keine Stromleitungen mehr bauen und gar nichts. Das heißt, wir müssen ja an angrenzende Gebiete bauen. Dann würden wir hier einfach noch so ein bisschen Infrastruktur quasi mit dazu bauen. Oder wir vergrößern Vikersund einfach dann nochmal einen Ticken. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, wobei die, also die Linie S5, die scheint mir da ist mittlerweile einfach auch durch Vikersund, weil Vikersund ist halt eine große Busumstiegsstation, sage ich jetzt mittlerweile. Oder sag ich mal. Das ist die 31 und dann gibt es hier auch noch die 52, da ist er. Ich glaube, da haben wir uns aber immerhin für das richtige Busmodell entschieden. Arriva. Die fahren hier dann noch bis zur Grundschule. Oh. Da ist ein bisschen was, oder ein bisschen was steht da. Ui. Also, wir halten mal fest, die Buslinien werden angenommen. Bin sogar am Überlegen, ob ich hier das noch zu einer normalen Straße ausbaue. Wobei, passt ja auch so. Aber sie hat die Realschule, das Gymnasium, was auch immer, die Oberschule. Ja, finde ich schön, passt. Ist alles. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Ja, hier haben immer noch ein paar Lieferschwierigkeiten. Wird sich vermutlich nicht vollständig beheben lassen. Aber hier das Gebiet, das wird immer noch nicht angetastet. Das ist echt unbeliebt. Na gut. Da macht halt Vogelbach voll. Soll mir auch recht sein. Ich würde vorschlagen, dann lasse ich euch jetzt mal die nächsten 20 Minuten mit dem Stream allein. Denn bei mir gibt es das Essen, beziehungsweise ich glaube, ich mache einfach Pause und lass im Spiel ein bisschen weiterlaufen. Und danach zeigen wir euch noch quasi dann den Abschluss von Cities Skylines. Dann werden wir auch die ganzen Stationsnamen noch benennen. Und dann war es das mit dieser Karte von Cities Skylines. Und dann ist halt noch die große Frage. Wie geht's weiter mit Cities Skylines? Spielen wir da noch mal eine neue Map? Wahrscheinlich eher nicht. Oder eben doch. Ich weiß es einfach nicht. Kommt dann auch drauf an, wie es mit den anderen Projekten so steht, die ich noch so habe. Und ich spiele aber leider selber privat zu viel Cities Skylines, als dass ich es wirklich abgeben will. Aber darüber können wir dann gleich reden. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Und wir machen hier erstmal ein bisschen Pause. Und da sind wir auch schon wieder zurück zu Cities Skylines. Ich habe es ein bisschen entwickeln lassen, was man daran sieht, dass hier unten
die Nachfrage ein wenig nach oben gegangen ist, genauso wie unsere Einwohnerzahl. Was ich offline gemacht habe, damit ihr auch wisst, woran ihr seid. Ich habe hier diesen Schlenker hier hinzugefügt. Für Vogelbach. Na komm, die jetzt nicht disconnecten, bitte. So, die bleiben eben auf ewig auf ihrem Müll sitzen. Des Weiteren mache ich jetzt nochmal kurz Twitch Soundtrack an, in der Hoffnung, dass ich jetzt mir hier nichts zerschieße. Ich werde es gleich rausfinden. Hier hat sich das Ganze eigentlich so gut und gern eingependelt. Und jetzt sind wir, ich zeig's euch, wir sind bei den letzten, ich sag jetzt mal, 150 Gebäuden, wo wir bauen können. Ein bisschen Puffer hätte ich immer noch gerne, dass wenn sich mal ein Gebäude irgendwie, wenn man ein Gebäude einstürzt, wenn man ein Gebäude kaputt geht oder sonst irgendwie, dass sich das wieder aufbauen kann. Deswegen, so ungefähr 100 Gebäude können wir noch bauen. 100 Gebäude, 150, sowas in dem Dreh rum. Und, ja. Es ist halt die Frage, wie machen wir es? Und ich hätte es einfach vorgeschlagen, dass wir hier das Ganze ein bisschen auffüllen. Und dann ist das quasi so ein bisschen so die untere Grenze dazu. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde das eigentlich eine ziemlich intelligente Lösung. Man könnte auch hier irgendwie das Ganze breiter machen, aber das will ich irgendwie nicht. Deswegen jetzt mein Vorschlag hier, einfach noch ein bisschen, auch ein bisschen Gewerbegebiet noch, weil die Leute wollen ja noch wo arbeiten. Also führen wir hier quasi eine Parallelstraße, die kann hier auch einmünden. Und bevor wir irgendwas machen, müssen wir hier gleich dann die Gebäude wieder auf erstehen lassen. Und hier ist dann quasi die andere Seite, wo es dann rein geht in die vorhandene Infrastruktur. Hier sind wir auch wieder relativ nah an den Schienen dran. Hier können wir vielleicht mal so eine Carte de Sac, wie es in Französisch heißt. Eine Carte in Englisch. Machen, also auf Sackgassen. Darf es ja auch mal geben. Ja, und das ist dann quasi das letzte neue Gebiet, was wir noch erschließen werden. In der Zwischenzeit werde ich hier schon mal die 33 umleiten. Die wird dann nämlich so, die kommt dahin. Die 33, die haben es damit erfolgreich umgeleitet. Hier bauen wir jetzt, das hier wird nochmal Wohngebiet. Das hier wird definitiv Gewerbegebiet. Und zwar bis vorne hin. Dementsprechend das hier auch. Das hier wird definitiv Wohngebiet. Ich hoffe es gerade so sehr, dass ich mich jetzt hier nicht verkalkuliere oder sowas mit der Gebäudeanzahl, aber es dürften keine 100 Gebäude sein. Hier Wohngebiet. Wohngebiet, das lassen wir frei. Weiter entsteht sowieso nichts Gescheites. Das hier Wohngebiet, Wohngebiet, Wohngebiet. Hier nochmal Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Hier kommt nochmal ein bisschen Bürogebiet rein. Ich kann überlegen, ob ich das hier auch mache. Ach, wisst ihr was? Wieso nicht? So, das wird nochmal alles Bürogebiet.
Und das müssen wir nochmal gucken, wo gehört da, wo das zuständig oder wo das zugehörig ist. Eigentlich passt mir das so, dass hier dann halt die Grenze ist. Und interessant finde ich jetzt auch, was aus der 33 geworden ist, die um 34. Die waren ja bis hierhin, waren die mal parallel laufend, wirklich 1 zu 1. Und das sind jetzt mittlerweile zwei verschiedene Linien. Oder halt wirklich mit zwei verschiedenen Linienverläufen geworden. Und hier ist dann die Umstiegsstation dafür. So kann es gehen. Und so haben wir es quasi auch nochmal jeden Bedarf abgedeckt. Auch wenn jeder Bedarf bei uns nicht gerade so riesen hoch ist. Und jetzt müssen wir halt ein bisschen immer im Auge behalten. Das werden jetzt so 100 Gebäude werden es schon sein. Und dann kann man immer noch gucken. Wie schon gesagt, ein bisschen Puffer soll es ja eigentlich normalerweise da sein. Und wie immer gilt, wenn ihr natürlich irgendeine Frage habt zu meinem Bauvorhaben oder wissen wollt, was ich denn hier schon wieder für komisches Zeug von mir labere, einfach eine Frage in den Chat oder dann beim Reupload auf YouTube dann einfach in die Kommentare und ich antworte auch in der Regel darauf. Wolf 2. Ja genau, die zweite Walze. Nenn ich die zweite Walze. Wolf war ein Ventil. Das zweite Ventil. Also ich würde sagen, da gibt es auch bessere Namen, aber wer bin ich schon, um da sich zu beschweren? Hier beschwert man sich über die Lautstärke. Ja gut, die haben da den Hof. Hier ja, den lauten Geschäftspark und den Bahnhof. Das scheint schon zu viel zu sein. Die haben hier aber eigentlich auch schon hier Bäume. So weiter und so fort. Gut, wir können hier generell die Baumdichte ja auch nochmal ein bisschen nachjustieren. Oder man darf echt nur ganz kurz immer draufklicken. Ansonsten steht gleich wie immer wieder Urwald. So. Was? Warum haben wir auf einmal plus 100.000 wöchentliche Einnahmen? Was haben wir denn gerade verkauft? Hat das ein bisschen was geholfen bei dem Lärmschutzfall? Wahrscheinlich nicht. Ist ja nur ein Baum da hinzugekommen. Müssen wir höchstens dann manuell nochmal richtig da eine Reihe nachpflanzen oder sowas. Und das ist dann auch immer mal ein bisschen... Ja, mit Aufwand verbunden. Heißt die Insel einfach Werft? Anscheinend habe ich mir dabei mal was gedacht. Kann sein. Und wie immer bei Zuschauerinteraktion, wenn ich mal irgendwas mit den Zuschauern auffordere, dann sind die immer weg. Und ich wundere mich dann immer noch. Eigentlich dürfte ich mich darüber gar nicht mehr wundern. Aber hey, wer bin ich denn schon?
Aber hier dieses Gewerbe-Wohn-Büro-Gebiet, das scheint was zu werden. Also vor allen Dingen das Bürogebiet wird angenommen. Man hat hier echt Probleme mit dem. Ja, wobei, aber hier. Ach komm, so wild ist jetzt die Lautstärke hier auch nicht. Also ohne Witz. Hier ist dann quasi auch das Ende der Tramlinien. Müsste das Ende von der Tramlinie 2 sein. Das ist die Pretzelsbergen-Hickorie. Das stimmt ja gar nicht. Was mir gerade auffällt. Ist ja eigentlich Schottendorf, was hier stehen muss. Jetzt stimmt's. Pretzelsbergen, Schottendorf. Da wurde dann immer nur startet bei Masonstraße 29. Die ist ja, glaube ich, hier irgendwo mittendrin, ja. Ja, da haben wir eine Menge an glaube, das da ist eigentlich der wirkliche Halt. Ja, das passt sogar. Ja. Und jetzt geht es dann gleich an die Haltestellennamen. Gut, die S-Bahn-Linien, die haben alle ihre Namen. Ach so, mir fällt noch was ein, was ich offline geändert habe. Ich habe hier einen Parkplatz entfernt, weil die Parkplätze ja doch nicht so stark angenommen wurden. Und hier noch genügend Leute so pendeln können. Ansonsten sieht es eigentlich wie immer oder wie schon oft gesagt jetzt eigentlich echt gut aus. Und dadurch, dass wir jetzt hier nochmal so ein bisschen so einen Gürtel haben, sieht das Ganze dann auch hier aus. Nicht mehr wie so ein langgezogener Streifen aus, sondern einfach nur noch. Sondern als wäre das wirklich hier gewollt. Sehr viele einzelne Gebäude wieder, wo hier entstehen. Das mag ich eigentlich nicht, die ganz kleinen Gebäude immer da zu haben. Hier immerhin mal so ein riesiges Ding. Ein Maxis? Was war's hier? Wo war denn das Maxis Theater? Er fällt gerade auf, das ist doch eine Anspielung auf SimCity. Weil Maxis war doch. Oder täusche ich mich da jetzt? War doch Entwickler von SimCity, oder? Könnte sein. Muss nicht stimmen. Naja, haben es irgendwie alle denselben Architekten gehabt. Und hier haben wir dreimal dasselbe Fastfood-Kette. Das wird sich ja noch einpendeln. Das ist ein schönes Bürogebäude. Mache jetzt ein historisches Gebäude draus.
Gefällt mir echt. Aber auch hier irgendwie jeder dieselbe Architekt. Naja. Der Zufallsgenerator von City Skylines. Ja, überlegen, ob man hier einfach ein bisschen erhöhte Geschwindigkeiten fahren darf. Weil hier ist ja weit und breit nichts. Ja, das sollte alles mal noch Wohngebiet sein. Hat halt alles nicht geklappt. Na komm, wir erlauben hier mal ein bisschen höhere Geschwindigkeiten. 70. Gut, ist jetzt auch nicht die wahnsinnige Geschwindigkeitserhöhung. Da kommen noch mal 80 draus. Und dann hier an den Kreuzungsbereich 60. Hier 50. Hier haben wir schon 80 erlaubt. Und hier sind dann 60 erlaubt. Ist immer noch schneller wie vorher. Aber hier sollte kein Parken erlaubt sein. Hier haben wir wieder dafür einen Parkplatz. Dann. Wie kriege ich das wieder weg? Hier. Überall hier kein Parken erlaubt. Auch hier bis zum Ende kein Parken erlaubt. Da schon. Und hier auch kein Parken. Hier darf man parken, in dem Bereich, wenn man unbedingt muss. Ja, sieht doch nach was aus. Habe ich hier eigentlich erlaubt, dass man da. Ja. Wäre ansonsten auch ein bisschen blöd. Hier eine Abzweigung und hier noch eine Abzweigung. Ja, es sind quasi alle Gebäude gebaut. Ich doch quasi, es sind alle gebaut. Ja, hier kann noch ein Wohnhaus hin, da kann noch ein Bürogebäude hin. Dann schauen wir jetzt nochmal auf die Zahl. 49.000 und 30. Haben wir ja nochmal so 30, 40 nochmal frei. Ah, hier wird nochmal eins gebaut. Hier fällt ja auch noch was. So, können wir hier irgendwo an den Grenzen noch ein bisschen was bauen. Man könnte hier noch was hinmachen, aber das will ich tatsächlich nicht. Hier will ich auch nichts mehr hinzufügen.
Ja, wo kommt man denn jetzt 30 Häuserle noch irgendwo hinquetschen? Ja gut, hier wie Kasund könnte man einfach noch mal einen Ticken was hinmachen, aber das muss es auch nicht unbedingt sein. Hier nicht. Hier nicht. Müssen wir hier nochmal irgendwie einen Bogen aufmachen und das ist auch nicht das, was ich hier erreichen will. Könnt hier noch was machen, will ich auch nicht. Also ich will zumindest noch mindestens 30 Gebäude irgendwo hinklatschen. Ihr ja, Lungenstein ist aber auch schon voll. Victoria ist auch gut voll. Hier nicht. Habe ich irgendwo in der Stadt noch was? Hier könnte man noch ein paar Häuserle hinbauen. Ach so, wie sieht es mit der Wasser? Aufbereitung aus. Da haben wir hier, ja, wie ich es mir gedacht habe, das ist locker im Budget. Das bedeutet, wir reißen hier mal eine Wasserpumpe ab. Weil die brauchen wir definitiv nicht. Dann würde ich gerne mal testweise hier dieses Ding hier mal in Betrieb nehmen. Und hier dafür das Ding abschalten. Dann haben wir hier vielleicht auch nicht so Probleme mit den Dingern. Das Ding ist so, warte mal kurz, das ist sowieso unnötig geworden. Oder brauchen wir deswegen Strom? Eigentlich nicht. Leitet auch kein Strom. Aber ich sage noch ein Gebäude mehr zur Verfügung. Das haben wir immer noch das Problem, wo macht man das überhaupt hin? Hier, St. Wölten ist auch, sieht auch gut aus, so wie es ist. Vor allen Dingen, es geht ja nur um 30 Gebäude oder so. Gut, man könnte auch Degenbach einfach einen Ticken größer machen. Noch hier noch ein paar Gebäudchen hin. Oder hier nochmal eine Schleife hin mit Gebäuden. Wäre an sich eigentlich auch nicht der schlechteste Plan. Ich meine, es geht hier um 30 Gebäude. Und das hier sieht halt alles so gut aus wie Kasund. Möchte ich jetzt auch nicht mehr größer machen unter der Prämisse, dass da nichts mehr dazukommen kann. Ja, dann wird Degenbach jetzt noch einen Ticken größer. Dann kommt hier aber noch ein bisschen Gewerbegebiet hin.
Da machen wir noch mal ein Industriegebäude hin. Ist nicht so, dass wir es unbedingt brauchen würden, weil wir haben eigentlich genügend, aber es passt da halt eher hin. Ja, wobei. Nachträglich gesehen nicht, weil wir hier eine Wasseraufbereitungsanlage da direkt dran stehen haben. Ist das alles noch Degenbach? Ja, das ist alles noch Degenbach. Oh, wir könnten hier eine Rakete bauen. Das schauen wir uns dann auch gleich an. Jetzt hier bauen wir hier noch ein paar Bürogebäude hin. Dass hier auch was ist. Und nicht nur. Die beiden Gebäude. Sondern dass man hier vielleicht auch mal irgendwas nutzen kann. Ja, und dann würde ich mal vorschlagen, dass wir uns das Ganze jetzt mal angucken. Habe ich auch noch nie gesehen. Ist für mich jetzt auch neu. Schwerer Zwitscherer 1. Na, startet da den Zuschauer 335. Das sind sogar schon ein paar da. So, funktioniert das Ganze auch. Startet die irgendwann? Muss ich jetzt eine... Ah, da kommt's! Na komm. Sei erfolgreich. Jetzt bitte nicht irgendwo abstürzen. Das wäre sehr schlecht. Okay, jetzt schon sehe ich sie nicht mehr. Der schwere Zwitscherer. Und hier haben wir jetzt nicht mehr genügend Rohstoffe. Ja, das wird sich noch ändern. Und das scheint tatsächlich funktioniert zu haben. Interessant. Machen wir die in Rot. Die nächste Rakete. Hier kann ich keine Rakete starten. Nee. Scheint bisher nicht ganz gut funktioniert zu haben. Was haben wir hier nochmal zwei? Und zwischendrin wird es auch nochmal wahrscheinlich nochmal ein weiteres Gebäude hochgezogen werden. Oh Gott, hier sind es die ganzen Besucher. Ich
Ja, da werden die Busse mal ausnahmsweise voll sein. Wo ist denn hier der nächste Bus? So, machen wir hier nochmal eine Haltestelle hin. Wo ist denn der nächste Bus? Hat sich das einfach nur wieder mal nicht verteilt? Ja, das sind direkt zwei hintereinander. Ja, da sind sie alle auf einem Fleck. Ja gut, dann ich lass das mal, weil die müssen sich ja dann alle noch einigermaßen verteilen. Ja, wobei einen zusätzlichen kann ich mal hinzusetzen. Das ist jetzt auch nicht. Das kostet uns jetzt auch nicht mal die Welt. Den habe ich zwar in der letzten im letzten Stream erst weggenommen, aber kann ich jetzt hier das hier weglöschen? Ja, kann ich. Wieder ein Gebäude gespart. Wie sieht es mit der Gebäudeeinzahl aus? Das hat ja quasi nichts gemacht. Das haben wir noch 60. Dann können wir nochmal 20 oder so irgendwo hinbauen. Und dann bauen wir hier noch irgendwo eine. Eine Ampel hin. Die Leute hier auch in der Theorie rüber könnten. Okay, da habe ich jetzt gerade dadurch zwei Gebäude verloren. Damit habe ich jetzt auch nicht ganz gerechnet, aber gut. So, was haben wir denn sonst noch hier? Machen wir noch ein paar von denen. Dann können wir hier wieder einen Strommast wahrscheinlich abreißen. Das heißt, wir verlieren auch nicht so viele baubare Gebäude. Wie sieht's hier mit dem Ganzen aus? Okay. Hier haben wir noch so ein bisschen Verkehrschaos. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass mit den Kreiseln war eine gute Idee. Aber es funktioniert einfach nicht. Was heißt, funktioniert einfach nicht? Hier scheint es zu funktionieren. Oder man muss halt. Wir machen hier oben nochmal eine. Wir machen hier nochmal einen. Einen Spur. Wo haben wir denn?
Two-Lane-Highway, warum hast du denn zwei Spur? One-Lane, Tiny-Tool, nein, Two-Lane. So, 35, gucken wir mal. Okay. Nur, dass mir der Kreisel ein bisschen zu groß ist. Daher mach mal den 28. Ja, das passt mir. Das da biegen wir ab, da biegen wir auch nur ab und da biegen wir nur ab. Und das ist schon alles gesetzt. Das passt mir ja dann alles. Aber vielleicht können wir so ein bisschen die Situation entschärfen. Das ist zwar der dritte Kreisverkehr hintereinander. Das waren, glaube ich, nur 20er Radius, wenn ich mir das so angucke. Aber dann nein. Du machst hier kein Haus dran. Dann hier noch mal ein paar Wohngebäude. Ja, und jetzt haben wir jetzt ein bisschen die Umgehung zur Industrie gebaut. Ja, das scheint mir eher zu passen. Also ist natürlich nicht da. Also es werden immer noch ein bisschen andere Verkehrs sein, aber das scheint zu passen. Dann machen wir hier noch irgendwo. Okay. Bitte andere Song, weil der geht mir einfach nur auf die Nerven. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Wohngebiet. Na, hat die Situation schon ein bisschen verbessert? Ich glaube schon. Ja, weil da die Fahrzeuge sich schon bewegen können. Dann machen wir hier jetzt noch die andere Straße, den anderen Straßentyp draus. Oh, hier, das muss weg. Dann machen wir hier da auch noch das eine Gebäude weg und dann habe ich wieder eigentlich nichts gewonnen, dadurch, dass ich hier gebaut habe. Auch hier Wasser noch bis hier vorne hin. Wie viele Gebäude habe ich? 18, ja komm. Dann gehen wir jetzt hier in die Vollen. Hier darf noch Wohngebiet sein. Nicht das schönste Wohngebiet, wo man leben kann, aber es ist eins, wo man leben kann. Ja, aber es sieht schon mal deutlich besser aus, wie es vorher aussah. Und damit bis hier ungefähr ist auch nochmal Wohngebiet. Und hier ziehen wir jetzt nochmal dann so eine Gewerbegebietsschiene hin. Halt, auf die andere Seite darf nichts. Und dann war es das mit den Gebäuden, die ich rausgebe. Wäre jetzt mein Vorschlag. Das haben wir hier dann quasi nochmal ein bisschen Entwicklung in Degenbach reingeliefert. Hier machen wir. Ich kann dann überlegen, ob ich hier noch. Ja, komm, hier machen wir auch nochmal einen Kreisverkehr. Wobei, wir haben schon genügend Kreisverkehre. Vielleicht da mal eine Ampel hin.
Hier hat sich der Rückstau verabschiedet. Hier noch nicht so ganz. Wenn ich mir das so angucke. Ah, hier hat sich's langsam dann eingependelt. Ja, passt. Da haben wir dann, ja, wir haben so 130 oder sowas, wenn wir schon dann haben an Gebäuden. Ist das alles noch Degenbach? Das ist alles noch Degenbach. Können wir hier noch kurz die Buslinie uns nochmal angucken. Wollen wir daran was ändern? Eigentlich nicht. Zumindest mir passt die Buslinie so. Man könnte überlegen, ob man hier eine Haltestelle hinmacht und dann hier einen Kreis nochmal macht, aber ich. Aber dann könnte man auch überlegen, ob man hier die Buslinie, ob man hier nochmal eine Haltestelle hinzufügt und dann da eine Haltestelle hat und da nochmal nachkommen. Wir verlängern mal die Linie 35. Hat sie sich ja eventuell verdient. Genau, die Haltestellen, die sind jetzt dann da. Und dafür gibt's hier nochmal eine alte Stelle. So. Ja, das ist allgemein besser. Und hier haben wir das Ganze schon dann als erledigt markieren können. So, dann kriegt ihr jetzt die Haltestellennamen schon mal verpasst. Flughafen Seeberg Terminal. Ja, genau, mit einem N bitte nur. Terminal. Dann ist das jetzt ja einfach nur Chirp X. Dann ist das die Raketenstraße. Nee, die, wie hieß er? Werner von Bremen. Werner von Bremen. Nein, von Werner von Braun hieß er, nicht von Bremen. Straße. Und dann ist das hier Flugplatz Degenbach Segelclub. Das da ist er dann genau und das da ist dann genau. So,
Dann sind die Linien bereits benannt. Oh, jetzt eine Bus von... Oh. Dann kommt hier noch ein Bus dazu. Bei der 35. Und dann geht's hier jetzt an die Linien. Benennen, da haben wir jetzt schon eine. Hier Buchenstraße. Ich würde sagen, hier haben wir ein bisschen mehr alles sowas mit den Raketen. Raketenleuten. Also haben wir hier drin Armstrong Weg. Wie hieß der Herr Armstrong? Armstrong heißt du doch, oder? Degenbach Bahnhof. So, jetzt geht's los. Berühmte Astronauten. Machen wir mal kurz den Opera auf. Und dann schaue ich mir das Ganze nochmal an. Okay. Berühmte Astronauten. Buzz Aldrin hieß er. Also machen wir hier einmal den Aldrin. Straße. Achso, muss ich hier eintippen. Aldrin Straße. Audrey Davis. Dann haben wir hier den. Warum haben die alle mit A? Gerst Weg. Also von Alex, ich den immer, schreib was aus. Alexander Gerstweg. Dann, wie hieß der? Juri Gagarin hieß er, glaube ich, oder? Juri. Wie schreibt man den? Juri Alexejewitsch Gagarin, du schreibst echt. Gagarin. Okay. Straße. Juri Gagarinstraße, Alexander Gerstweg. Dann haben wir hier nochmal eine Brown. Dann ist das der Lovell. Damm. Das ist die Industriestraße einfach nur. Industrie, genau. Triestraße. Schauen wir mal ganz kurz in den Chat rein, ob da irgendjemand reingeschrieben hat. Nein, hat niemand. Das da, das da, das da, das da. Ah, die Louisstraße müssen wir noch benennen. Wie hieß denn die erste Frau im All? Erste Frau im All. Valentina Tereshkova. Ach du Scheiße. Sind zwar sehr viele Namen, aber so wurden halt hier die Straßen in Degenbach benannt.
Können wir ja nichts dafür. Eigentlich doch, aber. Wie immer schauen wir hier mal rein. 123, ja. Das ist definitiv das letzte bisschen, was hier jeweils gebaut worden werden wird. Okay. Zwei Buslinien sind benannt. Dann machen wir hier mal weiter mit der nächsten. Und da haben wir hier eine. Wo startet die eigentlich? Nicht in Esselheim bitte, sondern. Da startet die. Dann nehmen wir das Ganze Fernbushof Olympia. Mit großem O. Mir heißt das Ding auch noch Olivenstraße, damit kann ich auch leben. Nee, das heißt die Olivenstraße, das andere wird eine Halle. Olivenstraße. Das ist die. Hat jemand einen Namen? Wahrscheinlich nicht. Ich sehe gerade, ich habe voll. Jetzt kommt da das Licht von der Sonne. Ich habe so einen richtig schönen Schatten in der Fresse. Ich nehme die einfach jetzt. Nee, Unterhalle. Oder ist es einfach die Sporthalle Esselheim? Sporthalle. Esselbach. Dann das ist. Wie heißen die? Ach, das ist Schierling, das ist ja gar nicht Esselheim. Schierling! Dann ist das unter der Bahn. Unter der Bahn. Dann ist das Esselheim Friedhof. Da ist ein N zu viel, sehe ich gerade. Esselheim Friedhof. Esselheim Bahnhof. Ja, dann nennt man das Sunside Plantage, das passt mir. Und dann, das ist die. Amazonstraße. Don Röschen, nein, das ist das Häckselwerk. Da haben wir. Boah, wie nennt man das? Dornröschen Waldgebiet, nein.
Akersum West bis oben ein Bahnhof. Sägewerkstraße. Papiermühlenstraßen. Papiermühlenstraße. Das ist nicht die Olivenstraße, sondern das ist an der Bundesstraße. Das ist... Flughafen, Parke, Süd. Dann kommt's Terminal. Das ist nicht mal Parken Nord, sondern wie heißt denn der Platz hier? Den dürfen wir gleich nennen, einfach. Reed. Platz. Reed Platz. Okay, wo ist jetzt das Ding? Dann heißt das ist Louisstraße. Das ist einfach Flughafen Industriegebiet. So. So heißt dann einfach die Haltestelle. So. Das heißt, die 23 haben wir abgefrühstückt. Dann machen wir jetzt hier die Akersulm West Bahnhof. Dann machen wir hier die Jacksonstraße. Der Jackson Tunnel. Jackson Tunnel. Das ist die Feuerwehr. Feuerwehrchengrund. Da mal ich einen Grund Bahnhof. Das ist dann Ichengrund Ost. Nie ohne Seife waschen, ja. Ost. Das ist Philippe Straße. Und das ist Ichengrund Friedhof. So, die haben jetzt alle schon benannt. So. Das sind schon 4 von insgesamt 52 oder so, die wir benennen müssen. Ich bin am überlegen, ob ich das nicht doch eher offline mache. Weil ich habe das Gefühl, so wahnsinnig interessant ist es nicht. Egal. Wir können schon mal die ganzen Randdinger da machen. Nicht die 52, das ist nicht unbedingt ein Rand. Wir haben es hier an den Überlandbus Frachtflughafen Süd. Ihr startet bei Vikersund Bahnhof, bitte. Bahnhof. Die Sonnenseitstraße. Nee. Das ist die Vikersund Hauptstraße.
Wickersund Recyclinghof. Freizeitpark Grüne. Freizeitpark Grüne Wiese. Ist das Freizeitpark Grüne Wiese? Jein, ich würde sagen Grüne Wiese. Grüne Wiese. Das muss ich gerade überlegen. Wir haben ja in die Richtung Norden. Dann ist das Grüne Wiese West. Grüne Wiese. Nicht, wie heißt denn das beim Park, beim Europapark? Mitarbeiterplan. Wie heißt denn das? Verwaltung. So heißt das. Und dann haben wir Grüne Wiese Ost. Frachtflughafen Süd 1. Da bin ich jetzt dann tatsächlich. Flughafen Süd 2. Da haben wir dann Freizeitpark Grüne Wiese. Nee, auch nicht. Das ist immer noch. Grüne Wiese Ost. Bahnhof Freizeitpark. Ist wieder Grüne West. Gut, die nächste benannt. Sieht ja jemand gerade. Wo sind hier gerade die ganzen Busse? Ah, da ist ein Bus. Gerstenach Weberstraße Du bist im Bahnhof Die Belmontstraße Das ist ein Park Gäste nach Stadtpark. Hab schon wieder eine Louisstraße. Wiesenweg. Dann ist das Gerstenach Hauptstraße.
Campbellstraße. Autofabrik. Uff, dann ist das... Belmont-Bohrgebiet. Hochland Süd. Nee, Hochland West. Hochland Zentrum. Hochland Zentrum. Hochlandverwaltung. Verwaltung, genau. Hochlandlagerstraße. Und dann ist das hier. Hochland Nord. So, dann haben wir die jetzt auch abgefrühstückt. Na, da fehlt es ab und zu noch ein bisschen an was. Deswegen immer noch ein paar Gebäude offen halten. Weil ich sie mir jetzt schon durchgängig gebaut, oder? Na, nicht ganz. Aber das war's es dann. Wir sind am Maximum. Hier ist das Ganze ein bisschen entspannter geworden. Und hier ist immer noch viel Verkehr. Ich würde vorschlagen, die restlichen Straßen und alles drum dran, das benenne ich dann tatsächlich offline. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass es so richtig interessant ist für euch, das Ganze jetzt hier zu streamen und zu benennen. Deswegen, wir warten jetzt noch kurz 2-3 Sekündchen, bis dann hier auch die letzten Gebäude quasi gebaut sind. Ja, aber wir haben ja ein bisschen was geschafft. Schauen wir uns nochmal den letzten S2-Zug an, wie er nach Degenbach einfährt. Haben heute auch übrigens einen Raketenstart gesehen, stimmt, das ist ja auch was Neues. Wasser und Strom haben wir auch genau richtig. Wenn ich mir das so angucke. Gerade Abwasser, da sind wir extrem nah dran. Strom haben wir auch genügend. Ja, gefühlt schafft man es hier nicht über die erste Bürogebietsstufe hinaus. Weißt du, wo man Bus da hat und... Hm.
Schade. Ja, den Sperren Switcher 2 werden wir nicht mehr uns angucken können. Dafür mache ich jetzt mal Folgendes. Erstmal nicht nur abspeichern unter kreativen Namen, sondern wir gehen jetzt auch mal hin und wo haben wir es denn? MapView. Das exportieren wir jetzt, das Ganze, und dann schauen wir uns mal nochmal die Karte quasi von dieser, ja, von dieser Map an. Dazu muss ich euch ganz kurz MapView aufmachen und hoffen, dass das Ding gleich reagiert. Wir haben es gleich. Was zum... Jetzt sehe ich gerade was aufgetan, was gar nicht auf sein sollte. So. Haben wir es jetzt, danke. Und das, meine Damen und Herren, ist Seeberg in der finalen Form. Wie ich finde, eigentlich ganz schick, ganz schnieke geworden. Auch hier Vikersund, das sieht jetzt ein bisschen nach was außen als drum dran. Vor allen Dingen können wir uns auch hier uns jetzt nochmal angucken. Ich werde das Ganze auch vielleicht irgendwo hochladen, vielleicht auf Steam. Ja, ich glaube, ich werde es auf Steam hochladen, wo man dann quasi hier sehen kann, wie unsere Stadt hier gewachsen und aufgebaut ist. Ich muss sagen, also auch hier nahverkehrstechnisch eigentlich ist alles angebunden. Was hier passiert, warum wir hier ab und zu solche Aussetzer haben, weiß ich nicht. Ist halt KI. Ah, ist schon eine große Map. Hier man merkt, dass sie richtig geschafft werden muss. Ja, leider zeigt hier. Hier oben wird ein bisschen was abgeschnitten. Schade. Ansonsten, hier haben wir das ChirpX-Gelände. Er zeigt hier leider keine Stationsnamen an, das wäre richtig schön gewesen, das macht er allerdings nicht. Aber da sieht man hier quasi, wie wir unseren Nahverkehr aufgebaut haben. Gleich mit. Eigentlich haben wir nirgendwo eine signifikante Lücke im Busverkehr oder im generell im Nahverkehr, darauf bin ich eigentlich auch relativ stolz. Der Nahverkehr kostet uns jetzt auch nicht so viel, dass wir uns gar nichts anderes mehr leisten können. Und ich glaube, ich könnte guten Gewissens hier diese Map, die ist ja im unendlich viel Geld Modus entstanden, weil wir hätten die auch genauso gut ohne diesen unendlich viel Geld Modus bauen können. Wir haben es nur dadurch ein kleines bisschen beschleunigt. Hier haben wir einmal die Technische Hochschule, nochmal St. Wölten. Wir haben hier die L'Île de Palais, der Palastinsel. Hier haben wir Vogelbach, ist auch echt schön geworden. Hier die 49 fährt halt ein bisschen kreuz und quer durch Vogelbach, ist aber quasi halt. Ist halt so eine Sammellinie quasi. Die 45 wird wahrscheinlich die bevorzugte Linie sein. Aber deswegen fährt die 49 ja auch nicht so häufig und ist auf Elektro umgestiegen. Hier Industriegebiet ist gut angebunden. Also ich bin eigentlich echt zufrieden mit der ganzen Geschichte. Wo man vielleicht noch ein bisschen was hätte machen können, wäre Hammerstein. Und Garrenberg. Aber ich bin damit eigentlich zufrieden hier. Die 36 endet hier, die 52 übernimmt dann quasi hier das Ganze und endet hier. Ich bin echt zufrieden.
31, 43, 52 fährt es dann hier. Hier 52 an der Grundschule. Die 43 hat auch ihre Daseinsberechtigung. Und hier haben wir jetzt dann quasi ein bisschen die 33, 34, die haben wir jetzt ein bisschen aufgesplittet, sodass es halt mehr Sinn ergibt und dass die hier nicht die ganze Zeit an demselben Verlauf haben. Darauf wollte ich hinaus. Ja, das Benennen werde ich dann irgendwann offline machen und das ist also... Das ist also hier, ich zeige es euch nochmal hier in dieser Pracht, unsere Stadt. Ab und zu gibt es mal ein leerstehendes Gebäude, aber die gibt es in jeder Stadt. Also ich bin eigentlich richtig zufrieden. Machen wir hier die filmische Kamera, wo halt ein bisschen random manchmal ist, was hier gezeigt wird, aber in der Zwischenzeit mache ich mir nochmal die Facecam hier nochmal an und sage, das soll es für dieses, ja, Let's Play, sage ich jetzt einfach mal. Es war mehr so eine Stream-Geschichte. Das soll es gewesen sein. Ich finde, wir haben eine sehr schön aussehende Stadt hinbekommen. Wir haben eine ziemlich gut durchgeplante und trotzdem nicht zu geplant aussehende Stadt hinbekommen. Hier sieht man gerade wunderschön den Flughafen mit seinen großen Parkterminals und mit der neu entstandenen Umgehungsstraße. Wir haben ein sehr ausgebautes Cargo-Schienensystem. Wir haben alle Industriezweige bis auf Fisch haben wir gebaut, die man bauen konnte. Interessante Kameraführung hier, ich sehe mir hier gerade ein paar Schienen. Und es ist auch eine schöne Flusskarte geworden, das ist ein bisschen durch Flüssen durchzogen. Nach den anfänglichen Problemen mit einem gewissen Staudamm, das ist ja das Einzige, was wir hier quasi künstlich angelegt haben, diesen Staudamm. Aber der versorgt uns auch zuverlässig mit Strom. Und was wir uns ein bisschen entschieden haben, ist die Tatsache, dass wir zwei Fusionskraftwerke quasi dagegen Strom stehen haben. Ja, hier, immer, man sieht immer dann, wenn er viele Sims quasi simulieren muss, dann geht es immer mit der Framerate ziemlich nach unten. Jetzt wahrscheinlich speichert er, deswegen bleibt alles stehen. Ich hoffe doch. Vielleicht werde ich diese Karte hier irgendwo zum Download anbieten, vielleicht über Steam. Was er auf jeden Fall bekommt, ist der Screenshot von Seeberg mit den ganzen Buslinien. Also was ich jetzt natürlich nicht gezeigt habe, ist, das Schöne ist ja, dass das Programm hier, dass der Map View, dass der uns auch die ganzen Buslinien mit den ganzen, mit den ganzen Destinationen und was wir da alles gesagt haben, gibt es eine eigene Auflistung. Also die CSL Map View kann ich wärmstens empfehlen. Ja. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit diesem Projekt, wie ich es hatte. Hier nochmal schön unser Freizeitpark. So, bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Stream. Mal schauen, was wir dann streamen werden. Bis dahin. Tschüss. Achso, ich bräuchte noch Feedback zur Kamera. Weil das bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das dauerhaft behalten werde. Jetzt aber, bitte ich. Tschüss!